Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag: Intentionserkennung. Dirk Gehrig vom Karlsruher Institut für Technologie erklärt, was ein Roboter zur Intentionserkennung braucht. Hallo, sicher haben Sie sich schon mal gewünscht, dass jemand für Sie die Hausarbeit erledigt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Haushaltsroboter. Natürlich möchten Sie ihm nicht jede Kleinigkeit erklären, die er tun soll, sondern Sie möchten, dass er Ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest. Und jetzt werde ich Ihnen erklären, wie wir das bei unserem Roboter machen. Stellen Sie sich vor, es steht hier ein Tisch mit einer Person dahinter. Die Person hat ein Tablett in der Hand und auf dem Tablett sind Objekte und auf dem Tisch steht auch ein Objekt. Jetzt möchten wir herausbekommen, was tut die Person gerade bzw. welche Intention hat sie. Wenn wir als Mensch jemanden beobachten, dann bekommen wir automatisch mit, was dessen Intention gerade ist. Als Roboter muss er sich die Sachen genauer angucken. Zum Beispiel kann er betrachten, welche Tageszeit es gerade ist. Oder welche Aktivität führt die Person gerade durch. In unserem Fall werden Objekte hin und her bewegt. Das Ganze auf einem Tisch. Wenn wir jetzt wissen, was die Aktivität ist, die gerade durchgeführt wird, wissen wir immer noch nicht genau, was die Person tut. Das heißt, wir schauen uns noch die Bewegung der Person an. Zum Beispiel stellt die Person gerade ein Objekt auf den Tisch. Jetzt wissen wir zwar, dass die Person Objekte bewegt, aber immer noch nicht welche Objekte. Deswegen müssen wir noch anschauen, welche Objekte gibt es hier auf dem Tisch. Zum Beispiel gibt es eine Schüssel. Oder einen Löffel oder auch eine Müsli-Packung. Wenn der Roboter also weiß, was für eine Tageszeit ist gerade, welche Aktivität wird durchgeführt, kann er daraus ableiten, was die Intention ist. Allerdings muss er erstmal herausbekommen, was ist überhaupt die aktuelle Aktivität bzw. die aktuelle Bewegung. Dazu stellt sich der Roboter vor die Person. Er schaut sich an mit seiner Kamera, was die Person gerade tut. Und anhand der Kamerabilder kann er die Aktivität erkennen, er kann die Bewegung erkennen und er kann die Objekte erkennen. Angenommen also, es ist gerade 7:15 Uhr. Die Aktivität ist, Objekte hin und her bewegen. Die Bewegung ist, ein Objekt auf den Tisch stellen. Und wir haben folgende Objekte: eine Schüssel, eine Müsli-Packung und einen Löffel. Was wird die Person dann wohl tun? Sie frühstückt. Wenn der Roboter also weiß, dass die Person gerade frühstückt, dann kann er schon mal die Spülmaschine ausräumen, damit die Person nachher ihr dreckiges Geschirr hineinstellen kann. So, und jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ja, jetzt sehen wir hier die Live-Demo zu den Erklärungen, die ich gerade gegeben habe. Unsere Proband wird gleich hier in den Raum laufen, an dem Tisch eine Aktivität durchführen und gleichzeitig wird er von unserem Roboter beobachtet. Timo, bitte. Sie sehen hier den Roboterkopf. Dieser beobachtet, was am Tisch gerade passiert. Timo deckt jetzt den Tisch, stellt einen Teller hin, stellt eine Tasse hin und gleichzeitig läuft eine Live-Erkennung.
Die Erkennung liefert uns, welche Bewegung gerade durchgeführt wird zum Beispiel. Und zwar wird gerade ein Objekt von der Mitte nach außen gestellt. Als Aktivität wird erkannt, dass gerade der Tisch gedeckt wird. Und diese beiden Erkennungen fließen dann in die Intentionserkennung. Die Intentionserkennung erkennt, dass gerade der Tisch gedeckt wird. Wir haben gerade vorher in der Erklärung gesehen, dass es insgesamt 4 Komponenten sind, die in die Intentionserkennung fließen. Aktivitätserkennung und Bewegungserkennung haben wir jetzt hier gerade live gezeigt. Parallel dazu haben wir noch die Tageszeit. Es ist gerade im Moment 7:15 am Morgen. Und wir haben noch Objektwissen. Wir haben zum Beispiel eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass gerade ein Teller oder eine Tasse auf dem Tisch ist. Und insgesamt wird dann als Intention das Tischdecken erkannt. Der Roboter kann also jetzt losziehen und kann die Dinge für den Tag richten. Oder er kann weiter beobachten, was Timo gerade tut. Bitte. Timo setzt sich an den Tisch. Und er isst jetzt das Frühstück, was er gerade zubereitet hat. Und wenn der Roboter jetzt beobachtet, was er tut, erkennt er, dass Timo gerade Ham and Eggs als Frühstück hat und kann dementsprechend schon mal darauf reagieren. Und die Zukunft? Ja, also ich glaube, dass die Intentionserkennung eine große Rolle in Zukunft spielen wird. Ja, wenn wir also wollen, dass humanoide Roboter mit Menschen im Alltag zusammen interagieren sollen, dass die humanoiden Roboter den Menschen helfen sollen, ihn unterstützen sollen, das ist eine ganz wesentliche Sache. Und wir werden auch weiterhin dabei bleiben, dass wir praktisch die Intentionserkennung auf der Basis von Handlungen durchführen. Das heißt, wir werden die Handlungen des Menschen analysieren und auf der Basis dann entsprechend wird der Roboter eingreifen. Es gäbe ja andere Techniken, man könnte sozusagen invasiver vorgehen, man könnte meinetwegen die Hirnströme des Menschen abgreifen und so weiter. Das wäre uns aber zu invasiv. Wir möchten also im Prinzip wirklich untersuchen, ja, auf der Basis von Handlungen, was der Mensch denn gerne möchte. Wir werden mehr Sensorik einsetzen als bisher üblich, also nicht nur visuelle Sensoren, sondern wir werden auch Abstandssensoren einsetzen, Tiefensensoren wie die Microsoft Kinect und dann auf der Basis entsprechend versuchen, ja, die Bedürfnisse des Menschen abzulesen. Für die Intentionserkennung benötigt der Roboter ja im Prinzip jetzt die Zusammenhänge zwischen den Handlungen, die er sieht, und der Intention des Menschen. Und sowas möchten wir gerne automatisch lernen. Das heißt, bisher haben wir das aus Expertenwissen extrahiert. Das heißt, Experten haben ihr Wissen eingebracht, wir haben das teilweise aus Daten gelernt. Und das würden wir gerne natürlich sehr viel einfacher haben. Und eine Alternative wäre, dass man jetzt die Telepräsenz nimmt, die Telepräsenz, die Sie hier im Hintergrund sehen, und dass der Benutzer sich jetzt praktisch auf seinem Roboter einloggen kann. Er kann sich praktisch in den Roboter hineinversetzen, kann dem Roboter aus sich heraus, also durch die Augen des Roboters schauend, ja, die Umgebung zeigen und demonstrieren. Und damit hat der Roboter natürlich eine sehr viel einfachere Möglichkeit, diese wesentlichen Zusammenhänge zu erlernen und ja, für die nachfolgende Intentionserkennung dann zu benutzen. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.